Hallo zum Blattsalat. Schon wieder zu einer Schnellausgabe, aber die Ereignisse überstürzen sich. Und heute haben wir den Kasper als Stargast bzw. als Sonderredakteur, wie er versprochen. Und er ist nicht ganz glücklich, weil er hat Angst, dass er bald schon seinen Posten an einen Landeshauptmann übergeben muss. Weil, wenn der Landeshauptmann so weitermacht, nachher wird er der Kasper der Nation. Aber nicht allein er und seine Berater, ich kenne seine Berater nicht, wenn die so weitermachen, dann werden wir alle zusammen Südtirol, Alto Adige, Südtirolo, zu die Hauptdarsteller in der nächsten Faschingsrevue, sollte es irgendwann mal abgehalten werden, oder zu einer gigantischen kosmischen Lachnummer. Da ist das neue Dekret bzw. Dringlichkeitsmaßnahme des Landeshauptmannes bei Gefahr im Verzug. Am Freitag um 5 Uhr hat es geheißen, aus dem Büro von Landeshauptmann, es gibt keinen Lockdown. 2 Stunden später ist eine Pressemitteilung ausgeschossen, großspurige Ankündigungen mit 110 Seiten, mit Dokumentationen und Analysen, und es wird festgestellt und festgehalten und angesichts und sogar ganz wichtige Worte aus den Laboren von den Schaltzentralen der Sanität werden vorangestellt und gesagt worden, was alles für Pflicht wäre und dass die FFP2-Masken zur Pflicht seien und dass Handwerker, die weiterarbeiten wollen, jede Woche einmal testen müssen. Und alles ist zugesperrt, außer die notwendigsten Sachen. Und jetzt der nächste Paukenschlag, die neue Verordnung. FFP2-Masken seien leider empfohlen, aber Beitrag gibt es keinen. Testen muss man nicht, aber soll man. Man muss halt aufpassen und irgendwie, wenn es möglich ist, soll man halt daheim bleiben oder von daheim aus arbeiten. Die Handwerker freien sich. Spielzeuggeschäfte dürfen offen bleiben, aber Heimat darf immer keins kaufen. Ein Rasierwasser darf immer kaufen, also daheim mit zu viel stinkt. Aber meiner Freundin einen Wintermantel darf ich keinen schenken. Dafür darf ich im Sportgeschäft eine Freizeitjacke kaufen. Im Schuhgeschäft, im spezialisierten Schuhgeschäft, darf ich keine Sportschuhe kaufen, aber im Sportgeschäft selber darf ich es. Ja, geht's denn nun? Langsam zweifle ich wirklich nicht allein an Hausverstand von unseren Entscheidungsträgern, sondern ich frage mich, ob die bestimmte Rauschmittel haben. Oder ich verstehe nicht ganz. Ist da eine Strategie dahinter, dass man ganz einfach gezielt in lokalen Facheinzelhandel zunichte machen will? Oder ist es einfach lei Dummheit? Ich verstehe es nicht. Herr Landeshauptmann, erklären Sie mir bitte, damit ich nicht an Ihrem Intellekt zweifle und damit ich meine ganze Meinung revidieren kann, dass Sie nicht am Gängelband von den Verbänden hängen und dass sie einen Rückgrat haben. Oder wie der deutsche italienische Südtiroler sagt, dass sie Palle haben. Denn entweder es ist Gefahr im Verzug, wie der Kasper da gelesen hat, in der Dringlichkeitsmaßnahme Nummer 6 in der 5. Woche bei dem Jahr, und sie stehen dazu und sie machen einen Lockdown. Oder es ist alles Leittheater. Oder es ist alles ein großes Kasperletheater. Weil sonst gibt es das nicht. Sonst ist es nicht möglich, dass 90% von den Geschäften und von den Betrieben offen haben und 5% müssen auf den eigenen Rücken für alle anderen das ausbauen. Ja, haben wir es nicht mehr alle. Ja, für wie blöd will es ihnen das verkaufen? Für wie blöd? Ist das wirklich nur menschenwürdig? Also, da ist mir der Kasper und sein Theater mit seinen ganzen Komparsen, ob das der Teufel ist oder ob es der Polizist ist, tausendmal lieber. Und ich hoffe, ich beleidige mit der Aussage den Kasper nicht, aber er versteht mich. Weil es gibt unzählige
In der schwierigen Zeit, wo Gefahr im Verzug ist, gibt es pittoreske Kunststücke auf der Politbühne, dass es nicht mehr auszuhalten ist. Kann es sein, dass die SVP Hilfsgelder an Familien, für Familien, die in Nordgroden ablehnen? Kann es sein? Zumindest sagt die Partei, die Südtiroler Freiheit, sagt, sie haben einen Antrag gemacht, dass das eben eingefordert wird. Und weil jetzt laufen die Stundungen aus, die Kredite müssen gezahlt werden, die Leute müssen die Raten wieder zahlen. Und die SVP ist dagegen, dass Menschen geholfen werden. Und Gott sei Dank hat man jetzt in Lana so einen Mutant gefunden, weil ihr wisst es ja, brauche ich nicht mehr sagen, obwohl der Bürgermeister von der Gemeinde gesagt, er kann sich das nicht vorstellen, weil der Mensch, der den Mutant hat, der ist eigentlich nie aus der Gemeinde aus. Aber das zeigt, wie wichtig der Bürgermeister sein, weil jetzt kriegen sie wieder Bürgermeisterkompetenzen, also Meisterkompetenzen, und dann kann es ja sein, dass zum Beispiel irgendein Bürgermeister sagt, 200 Meter von irgendeinem Haus, Radius, dürft ihr es mitgehen, außer der Gassiplatz für den Hasso ist 275 Meter entfernt. Selben dürft ihr rausgehen. Aber das Gruselkabinett ist nicht allein in Bozen, sondern in Rom gibt es viel, viel eine größere Bühne. Und seinem sein zwar ist vielleicht da Gefahr im Verzug, heim ist vielleicht halt ein bisschen eine andere Farbe, hat die Gefahr eine andere Farbe, aber Sam ist momentan einfach seine Theaterseele ausgefüllt, weil im Parlament haben sie nicht mehr Platz. Er ist noch erst jetzt, wenn neu gewählt wird, müssen sie wahrscheinlich das Parlament neu bauen, weil sie haben noch zu viele Sitzplätze. Außer sie müssen, na jetzt verstehe ich, sie haben das Parlament und die Abgeordneten reduziert, damit sie auf Distanz noch sitzen können, wenn sie leider die Halben sind. Also wenn leider die Hälfte und nicht die Halben, sondern wenn leider die Hälfte und nicht. Auf jeden Fall, momentan ist der Grillo und der Draghi, der Grillo und Draghi, der Dragillo und der Grida, na, jetzt bei den schändlichen römischen Bajazzo-Kabinett und bei den Ursula-Komplott, da kennt sich der Kasper nicht mehr aus und ich kenne mich auch nicht mehr aus. Aber es ist einfach schändlich, verwerflich, unmenschlich, was für eine Hurerei da in Rom betrieben wird. Aber, jetzt sagen wir Politikwissenschaftler, das ist eben Politik. Und das musst du verstehen. Und da musst du dir innen denken. Weil du bist da einfach zu kurzsichtig und du hast nicht das politische Panorama und den Weitblick, damit die Netzstricke und das Netzwerk von der Politik. Und ich sehe, also, ich bin froh, dass ich es verstehe. Und der Kasper mit mir ist froh, dass ich es verstehe. Deswegen sind wir dafür, wie ich schon oft gesagt habe, Politik müsste über den Popo hinunter. Also eine politiklose Gesellschaft. Und sonst stellen wir einfach ein paar Fachleute installieren, weil wenn die Politik wirklich in Zugzwang ist und sie müssen Entscheidungen treffen, dann holen sie sowieso Fachleute. Wie der Sonnenkönig, der Herr Conte, dort zumal x Taskforces eingerichtet hat und sie sind keine Politiker, sie sind Fachleute. Ja, da frage ich mich, zu was braucht man denn die Politiker? Aber die Kompetenz für die Politiker ähnelt einfach der Logik von einer Kaulquappe. Und wirklich ganz schön geistige Intellektuelle will wirklich nachvollziehen, wer mit wem in die Politikkiste springt und welches Amt wem versprochen wird. Aber an Dreistigkeit zu überbieten, nicht zu überbieten, weil es auch gar nicht Kasper, deswegen ist er geflüchtet, warum, ist der Oberpalazzo Grillo, der jetzt herrisch nach Rom eingereist ist, weil er mit seinen schändlichen Eskapaden und Skapaden das Wohl der Nation in die Hände und am Fort hat. Aber es kann ja so weit kommen. Und der Herr Draghi wird dafür sorgen, natürlich mit Einverständnis von Herrn
Grillo, deswegen Drillo und Draghi, dass die Banken und die Bankwelt nachhaltig und emissionsfrei ist und dass die Löhne und Zinsen umweltfreundlicher und nachhaltiger sein. Darüber freuen wir uns, weil dafür ist gesorgt, dass unser Wohlstand ins Land zieht. Und nur etwas in der Song. Der Kasper hat einen Sonderauftrag gekriegt. Deswegen ist er heute so aufgeregt. Er hat den Auftrag gekriegt für einen gestürzten Sonnenkönig. Wo ist er denn, der Sonnenkönig? Für einen gestürzten Sonnenkönig muss er einen neuen Posten finden. Weil man kann einen Ministerpräsidenten, der fast konnte, der geschafft hat, also dreimal unter ganz andere Voraussetzungen Ministerpräsident werden, den kann man nicht einfach zum Teufel schicken. Moment. Der Teufel hat gesagt, er nimmt den Goridon. Deswegen muss man für ihn einen Posten, also für den ehemaligen Sonnenkönig, einen Posten finden. Und Sell wird er jetzt den. Also wenn der Draghi jetzt für eine Zeit lang Ministerpräsident wird, zum Beispiel bis zu den nächsten Wahlen für 2 Jahre, nachher steht er anschließend als Großkandidat für die Wahl des Staatspräsidenten zur Verfügung. Draghi for President. Da freuen wir uns. Und der Kasper hat mir heute gesagt, kurz nachdem er gekommen ist, dass der eigentliche Bunga-Bunga-Ministerpräsident, also der Herr Berlusconi, ist der letzte Ministerpräsident gewesen, der wirklich nur vom Volk gewählt worden ist. Und die haben das fast nicht glauben können. Wir haben hier ein bisschen recherchiert und effektiv rein demokratisch, also mal, wenn man jetzt wählen geht und so, nachher ist wirklich der Herr Berlusconi der letzte von uns oder halt von Italien und halt von allen, die ihn gewählt haben, direkt gewählt worden. Alle anderen nachher sind ernannt, geschubst, innegetaucht, ja, auf jeden Fall wisst ihr schon, Ministerpräsident geworden. Deswegen bin ich dafür, dass wer einmal Politiker ist in seinem Leben, der soll allen Politiker sein. So wie ein Senator auf Lebenszeit, einfach Politiker auf Lebenszeit. Die kriegen alle einen unbefristeten Vertrag. Die Details müssen aber natürlich nur mit den Gewerkschaften ein bisschen aushandeln, aber ich denke, das ist jetzt nicht so schwierig, weil versteht es schon. Aber im Grunde genommen steht ja alles schon fest. Weil die Kompetenzen müssen nachhaltig sein und gut angelegt sein. Und ob jetzt der Alfred, der Albrecht, der Alois oder die Julia, die Jutta oder die Ursula in Bozen, Rom oder Brüssel sitzen, Sell ist nachher nachhaltig genug. Und wenn die Damen und Herren noch in Pension gehen, vorher kriegen sie natürlich eine nachhaltige, emissionsfreie Pension auszahlt, dann werden die Nächsten wählen. Cool, oder? Wisst ihr, wie viel wir uns da sparen dann? Also, ich finde, es sind Millionen, die man da sparen kann. Und na, wenn man sich einmal die Kompetenz erwirbt, da kann man die Kompetenz von Bozen, Rom, Brüssel allen weitergeben. Wie das die Tante Ursula auch unter Beweis gestellt hat, das habe ich ja schon vorher erzählt. In Berlin zuerst hat sie das deutsche Bundesheer an die Wand gefahren und jetzt in Brüssel sorgt sie für die Verwirrung von A bis Z. Na, jetzt, so stimmt jetzt auch nicht, ein bisschen die Tante Ursula schon retten. Sie hat es geschafft, dass der Frauenanteil bei der Bundeswehr erhöht worden ist, aber die Soldaten haben keine Panzer mehr gehabt zum Umfahren. Jetzt weiß ich nicht, was besser ist, aber im Sinne der Genderpolitik ist es natürlich besser, wenn mehr Frauen und weniger Panzer. Damit ist man auch viel, viel, viel effizienter. Aber das mit dem Impfskandal, jetzt hat sie zwar, die Tante Ursula hat jetzt zwar ein paar tolle Interviews gegeben
Und wo sie sagt, ja, natürlich, es ist schwierig, aber im Prinzip haben wir alles gut gemacht. Und sie hat versucht, mit ihrer Charme-Offensive, indem sie da Interviews an die Mainstream, an die systemrelevanten Medien gegeben hat, das also ein bisschen zu abzudeckeln und ein bisschen Clown zu spielen und zu lächeln und mit ihrer wunderbaren Frisur die Männer, die Politmänner zu bezirzen. Auf jeden Fall ist es ihr gelungen. Nicht ganz, weil die Bild-Zeitung, es ist ja, ich bild mir all meine Meinung, halt meine Meinung ist gleich. Auf jeden Fall, die Bild-Zeitung wollte Einsicht in die ganzen Akten haben. Von den ganzen Impfbrimborium und für die Verhandlungen mit den ganzen Pharmakonzernen. Weil das ist immer irgendwie auch komisch wirkend, dass zwar Dokumente veröffentlicht worden sind, aber die wichtigsten Teile sind eingeschwärzt gewesen. Und was ist das Ergebnis? Die EU und alle zusammen, die dafür verantwortlich sind, verweigern die Akteneinsicht. Jetzt frage ich, wie geht jetzt das? Ist das nicht zu unserem Wohl oder betrifft das nicht uns? Nein, wir haben kein Recht zu wissen, warum es so, warum es 5 Monate gedauert hat, bis es zum Vertragsabschluss gekommen ist, zum Beispiel. Oder wieso zum Beispiel 300 Millionen Impfdosen bestellt worden sein, obwohl zum Beispiel BioNTech 500 Millionen angeboten hat. Auf jeden Fall, die Damen und Herren in Brüssel sagen, alles ist als vertraulich eingestuft und wenn da etwas rausgekommen, da waren die Interessen von den Staaten gefährdet. Und das ganze Gemauschle und die ganzen banditenhaften Geschehnisse und Verhandlungen, die da gemacht worden sind, die seien nicht im öffentlichen Interesse. Das geht in Bürger nichts an. Auf gut Deutsch, wer da noch weiter nachfragt, der gefährdet das Leben. Das sagen sie die, das sagen wirklich wichtige Journalisten, sonst war ich ja Verschwörungstheoretiker, wenn ich das, so sagen kann. Aber wie gesagt, jetzt sind wir einfach ein bisschen müde und jetzt müssen wir zuerst einmal verdauen, was der angekündigte Lockdown eigentlich eine Augenhauswischerei ist und drauf zahlen dann ein paar wenige. Und wie gesagt, ich sage ein klein, ja, ich bin eigentlich fassungslos. Und der Kasper mit mir und sein ganzes Kabinett, das liegt da neben mir und die sind alle fassungslos. Weil sie arbeitslos sind, weil sie überboten wären in der Kompetenz von einer Landesregierung, die wirklich Menschen, die etwas verstehen wollen, sprachlos, wortlos, gedankenlos hinterlässt. Bleibt wachsam und macht's gut.